Fall ich gar mit runter. Natürlich muss mein Auto ins Bild stehen. In jeder Kurve, das ist richtig zügig. Ob du mit dem Drifter unterwegs bist, dann bist du ein bisschen weh. Du musst über die Brücke fahren. Meiner fährt gerade rückwärts. Auf die andere Seite musst du fahren, Mike. Du bist bis zur anderen Seite immer. Möglichst ohne runterfallen. Dann da hoch, ja. Du musst auf jeden Fall auf die anderen Seite. Ja, da musst du auch hin. Aber da werde ich ja schon wieder hin. Hey, also die jetzt hier aber keine Mühe. Diese iRod, diese Super. Ich finde, du gibst hier gar keine Mühe. Was war das? Eigentlich, aber die sind gerade sehr. Naja, mit dem Wetter? Sehr. Mach da ein fliegendes Auto draus. Ja. Ich gebe mir Mühe. Jetzt, das sieht man aber jetzt auch. Wisst ihr, jetzt schaffst du das ja auch. Ja, jetzt ist es auch einfach. Weil nur diese Verdrehung da. Wenn du von der einen Seite zur anderen musst. Okay. Ich bin ja jetzt schon das zweite Mal Kohlen heute. Was bist du? Zweite Mal Kohlen heute. Hast du bei der Frühschicht auch schon mal, ja? Ja. Von um 10 bis um 1.
Dann war ich in Paaren und jetzt hier. Ja, wo man am besten lang fährt. Ja. Irgendwo, so, guck mal. Also da ganz ohne. Ja, ohne war ja nicht. Gestern. Du hast ja hier keinen Halt irgendwo. Du weißt ja nicht, worauf du fahren sollst. Ja, gedriftet habe ich. Okay. Habe ich da aufgenommen. Hast du eine Gruppe gemacht schon? Ja, eine Gruppe habe ich gepostet und ich habe ein Video schon raus. Da hoch? Dein Auto ist zu sehen, du selber bist aber nicht drauf, ja. Weil ich hab ja Gesicht an den. Was ist denn du da? Hä? Bäumen oder was? Ja, könnte man anders. Wenn es nicht anders geht, hat er ja noch die Seite. Ja, die habe ich auch. Wird sich dann nicht rammeln, du bist ja wunderbar. Hat er auch gesagt. Zum Rammen geht es dann lieber nach Paaren. Nee, aber was, nach Paaren? Nein, schon gut. Nee, das war, du meinst halt andere, das war in Großklinike. Der Devil's Mountain Call hast du reingemacht, oder was? Ja. Ja. Hat er gemacht. Oder auch so, oder? Machen wir mal ein bisschen Abstand. Das ist immer eher in der Mitte stehen. Na, kippt er jetzt? Ja. Nee. Er steht auf alle vier. Ja, ja, weil nach einer Seite filmen, nach der anderen Seite fahren. Ja, richtig.
So, das ist so überstanden. So. Da rechts zurück. Ich fahre meinen dann erstmal ein bisschen zur Seite. So. Sieht bestimmt gut aus, wenn so ein Licht runter scheppert. Die Kackkurve. Die scheiß drauf. Die hier erstmal, die letzte ist oder vorletzte, die wird mal richtig. So, die geht eigentlich nicht alleine. Ah, ist aber Schwein hier doch. Yes. Na, siehst du, die geht doch. Ah, oh, verpasst. Was da mal was hingelegt? Auto müde? Er ist müde, muss schlafen. Oh, ist das Ding schwer. Immer umdrehen, wa? Ja, ich mach schon. Ja, ja geht. Hast du? So, wie bist du da runtergekommen? Hä? Die Wurzel war schon immer da. Ja? Ja. Ich bin gerade in der Innenstand. So, jetzt kommt die letzte Kurve, die ist auch noch scheiße. Da ist er, der erste Abgang. Was ist denn das jetzt schon wieder?
Tampon drin vorne, oder? String guckt noch raus. Was? Du hast einen Tampon vorne drin, der String guckt noch raus. Ja. Ja. Ein voller aber. Vollgesifter Teebeutel. So. Das wäre voll Vorteil, wenn du auf Aufnahme bist. Ja, und Scheiße labern ist auch wichtig beim Filmen. Eine Lampe macht Schatten. Ne? Ja. Wenn man filmt, muss man schon auch Scheiße labern dabei. Auf jeden Fall. So. Wenn man sich drauf ist. So wie ah, du. Musst du schon Männer auf Aufnahme drücken, ist nicht schlecht, ne? Wenn du filmst. Männer im Wald, die auf Aufnahme auf Autos starren. Ne? Ja, Männer im Wald, die auf Autos starren. Genau. Da hatten wir schon echt schon ganz geile Kommentare gehabt auf den Film. Ja, weiter. Ich will jetzt hier drüber ranfahren. Das war nicht möglich. Das ist all gut. Und die Wasserfalllinie. Die Kurve jetzt hat es in sich. Ja. Irgendwie haben alle Kurven ein bisschen. Nee, die ist blöde, weil die blöde Felge, die hat eine blöde Felge. Ja, so ein Drop. Ja, das ist die Hochschule. Ja, super, kannst du durch. Kannst du durchziehen. Ja, jetzt haben wir schon eine Rettungsspitze. Ja, das hat er auf jeden Fall ganz sauber gemacht. Er will rechts abbiegen. Hat geblinkt. Ja, das ist der andere am Ohne her. Gern ein bisschen darüber. Du siehst die Wurzel nicht dahinter. Ist ja egal, er fällt da sowieso runter. Na. Ja. Er fällt ja sowieso runter. Wieso denn? Er hält doch da am Baum fest. Sag mal, er kann ja doch. Nee, das ist... Jens ist von uns allen gerade am häufigsten hier. Nee. Am besten sind wir Mieter, wenn wir zwei Autos kommen. Ja. Ja, das war aber schon ulkig, weil da war ein anderer Typ dabei, der kein Auto hatte, aber gar keins wollte. Hier nimmt er von ihm das zweite ja, Matthias, Auto. Ja, Matthias auch heute. Mal gucken, nicht fahren. Aber irgendwie hat er sich ganz gut durchgewurstelt, wa? Ja, mit zwei Autos. Oh, das ist aber scheiße. Ja, sauber gerettet. Ja, alles richtig. Oh, der Vogel ist bei dir. Ah. So ein bisschen neue Band eigentlich. Der hat auch nicht so eine Band für eine VHS6 oder 8, was er damals hatte. Vor allem hast du immer ein paar Tage warten müssen, wenn du gucken konntest, ob die Bilder bei dir waren. Ja. Ah ja, danke. Hat sie ja die mitgemacht, ja. Dann wird sich hier blind gelegt. Ja, tick. Aber es ist irgendwie aus dem Takt. Es klickt auch, wenn es nicht blinkt. Das ist ja wohl ein anderes Knacken. Wenn du da so einen Blinkerli-Sound drin hättest, wie beim Auto, so diese richtig. Aber ist kein Hammer, ist was anderes. Nee. Okay. Siehst du doch, wie okay. Du auf einmal anfassen darfst. Ja, ich meine, Chefin haben wir mal einen pinken Akkuschrauber geschenkt, weil hier so auf Pink steht. Okay. Da gab es von Makita mal einen Akkuschrauber. Ja, stimmt. Pink. Ja. Und genau. Sieht auch, ist ja ein Hammer. Ich so, nee, ist kein Hammer. Ein Akkuschrauber.
Wenn sie denn mit Humor auffällt, geht das ja. Ja, die hat schon ein bisschen Zeit. Ich hab mein pinkes Telefon abgelehnt. Auf der Schornsteinfeger. Ich wollte ein neues Telefon nehmen für den Feuerwehrdienst. Ich hab ein Telefon, was du immer. Ja, jedenfalls ist das kaputt. Ich warte und so kommt die an, ich packe die aus dem Karton. Draußen war ein schwarzes abgewählt, also die drin, drin war irgendwie noch. Okay. Ich sage, geht ja nun ja nicht, also tut mir irgendwie fein. Aber lila ist ja, dann geh in einen anderen Laden, hol jetzt ein schwarzes. Wieso? Ja, das Telefon. Ist doch scheißegal. Ich nehme sowieso nicht mit, ich mach das immer auf Rufumleitung, ich nehme nicht zwei Telefone mit. Gut, wollen wir antreten? Ein Fehler. Gut.